Du willst in Kryptos investieren? Weißt du auch, dass nur 40% aller Coins überhaupt im Wert steigen und davon nur etwa 2% langfristig eine bessere Rendite bringen als der durchschnittliche Aktienmarkt? Nein? Kein Problem. Wir geben dir heute 7 Tipps mit auf den Weg, die wir gerne damals gewusst hätten, als wir angefangen haben zu investieren. Von Strategien und Risikomanagement über die Auswahl der richtigen Börse und Wallet bis hin zu allgemeinen Tipps. Nach diesem Video hält dich nichts mehr davon ab, im Kryptomarkt endlich durchzustarten. Was geht ab? Wir hoffen, es geht dir gut und freuen uns, dass du wieder am Start bist. Das war Pete, ich bin Andi von LightUp und wir helfen dir dabei, die Welt der Kryptos besser zu verstehen. Starten wir mit dem ersten Tipp. Natürlich kannst du einfach blind irgendwann, irgendwo, irgendwas kaufen und verkaufen und Glück haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, Gewinne mitzunehmen, ist einfach viel größer, wenn du dir von Anfang an eine Strategie überlegt hast und deine Handlung danach ausrichtest. Als erstes musst du überlegen, ob du eher kurzfristig oder langfristig investieren willst. Was ist eigentlich dein Ziel mit Kryptos? Willst du schnell reich werden oder willst du in Projekte investieren, die langfristig erfolgreich sein können, weil sie einen echten Mehrwert bieten und reale Probleme lösen? Es gibt verschiedene Investitionstypen und es ist wichtig zu verstehen, was dich ausmacht. Kurzfristige Investoren nutzen die Schwankungen im Markt für Tages-, Wochen- oder Monatstrades. Sie kaufen günstig und verkaufen teurer. Zumindest in der Theorie. In der Praxis sind tatsächlich nur etwa 10% aller Trader erfolgreich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du Geld verlierst. Deswegen sind wir eher ein Fan von langfristigen Investments. Die Recherche am Anfang ist zwar etwas zeitaufwendiger, aber dafür musst du nicht ständig den Markt im Auge behalten. Und in Deutschland profitierst du auch von Steuervorteilen, wenn du deine Kryptos länger als ein Jahr hältst. Wir würden dir das Prinzip des Dollar Cost Average empfehlen. Also ein Sparplan, bei dem du eine gewisse Summe nicht einmalig investierst, sondern über einen längeren Zeitraum. Mit 1.000 Euro gehst du zum Beispiel nicht direkt all in, sondern investierst in regelmäßigen Abständen einen kleinen Betrag. Also zum Beispiel jeden Monat 100 Euro für 10 Monate. Der große Vorteil von DCA ist, dass du nach einem strikten Plan handelst und dich nicht von Emotionen leiten lässt. Und du umgehst das Problem, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu finden. Denk dran, time in the market beats timing the market. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Tipp. Der Kryptomarkt ist wie eine Achterbahnfahrt mit vielen Hochs und Tiefs. Darauf musst du vorbereitet sein. Statistiken zeigen, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Portfolios um 90%, manchmal sogar um 100% einbrechen können. Ja, du hast richtig gehört. Das ist die Wahrheit, die wir alle akzeptieren müssen. Aber lass dich davon nicht abschrecken. Mit ein paar Grundregeln kannst du dein Risiko minimieren. Vor allem, wenn du dich auf die Big Player konzentrierst. Warum? 60% aller Kryptowährungen steigen überhaupt nicht im Wert. Und von den 40%, die steigen, bringen etwa nur 2% langfristig eine bessere Rendite als der durchschnittliche Aktienmarkt. Bei den anderen 98% wäre ein langweiliger, gut diversifizierter ETF-Sparplan besser gewesen. Das heißt, dass die meisten Kryptogewinne in den letzten Jahren von den Big Player kamen. Vor allem von Bitcoin und Ethereum. Und das heißt, die Jagd nach dem nächsten großen Ding kann oft mehr kosten, als es bringt. Sowohl in Bezug auf die Zeit, die du investieren musst, als auch auf verpasste Gelegenheiten. Jeden Euro, den du in Shitcoins steckst, investierst du nicht in die Big Player. Glaub uns, wir waren auch gierig und haben dieselben Fehler gemacht. Wenn du also in Kryptowährung investieren willst, ist die vernünftigste und risikoärmste Wahl Bitcoin und ETH. Risikoarm heißt aber nicht risikofrei. Beide sind schon öfter um 90% gefallen. Aber im Vergleich zu 99% der anderen Coins sind sie danach immer wieder um ein Vielfaches gestiegen. In einer Studie hat der Vermögensverwalter Fidelity beispielsweise festgestellt, dass ein Portfolio mit einem 5%igen Anteil von Bitcoin im Vergleich zu einem traditionellen Portfolio seit 2014 um 65% besser performt hat, trotz der vielen Kurseinbrüche von Bitcoin zwischendurch. Es reicht also, wenn nur ein kleiner Teil deines Gesamtportfolios aus Kryptos besteht. Ob es am Ende 5, 15 oder 25% sind, hängt von deiner persönlichen Risikotoleranz ab. Weiter geht's mit dem nächsten Tipp. Verschaff dir einen Überblick darüber, in was du überhaupt investieren kannst. Mittlerweile gibt es über 10.000 verschiedene Kryptowährungen. Du musst jetzt nicht jede davon im Detail analysieren. Es reicht, wenn du die unterschiedlichen Kategorien verstehst. Ganz grob können Kryptos in Large, Mid und Small Caps unterteilt werden. Large Caps haben tendenziell ein geringeres Risiko, dafür aber auch ein geringeres Wachstumspotenzial. Bei Small Caps brauchen wir wegen der geringen Marktkapitalisierung nicht viel Geld, um den Preis nach oben oder unten zu bewegen. Das sind die Kryptos, die innerhalb kürzester Zeit um das 10- oder 100-fache steigen, nur um dann wieder auf Null zu fallen. Die meisten Small Caps sind nämlich absoluter Mist. Trotzdem bekommt man regelmäßig Videos in den Feed gespült, in denen irgendjemand den neuen heißen Scheiß präsentiert, mit dem du garantiert schnell reich wirst. Im letzten Bullmarkt wurden DeFi-Protokolle und NFTs gehypt. Jetzt sind es vor allem Memes, Gaming oder AR-Coins. Lass dich nicht verwirren von den vielen Möglichkeiten, dein Geld zu investieren. Verschaff dir einen Überblick und entscheide dich dann bewusst für bestimmte Kryptos und ignoriere die anderen. Es ist unmöglich, alle Coins im Blick zu halten. Wenn du gerade erst anfängst, würden wir dir empfehlen, dich erstmal auf Large Caps zu konzentrieren. Die existieren meist schon länger und haben sich in ihrer jeweiligen Nische etabliert, weil sie einen realen Anwendungsfall haben. Das heißt, sie leben nicht nur vom Hype. Und das heißt, das Risiko ist dort tendenziell geringer.
Wenn du dich für deine Coins entschieden hast, musst du noch die richtige Börse finden. Ein Punkt, über den sich viele den Kopf zerbrechen. Welche ist die günstigste? Welche am sichersten? Und welche am einfachsten zu bedienen? Genau diese Fragen haben wir uns auch gestellt. Deswegen haben wir das gemacht, was jeder tun würde. Uns bei 30 Börsen und Brokern angemeldet und diese in 7 Kategorien miteinander verglichen. Und das sind unsere Top 3. Bitpanda, Bitwavo und Bison. Jeder Anbieter hat seine Stärken und Schwächen. Bitwavo überzeugt in unserem Test mit den niedrigsten Gebühren. Bison mit einem Firmensitz in Deutschland und einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Und bei Bitpanda gibt es die meisten Coins und coole Kryptoindizes, mit denen du in ein breit gefächertes Portfolio investieren kannst. Wichtig dabei, die Wahl der richtigen Börse sollte dich nicht ewig vom Start mit dem Investieren abhalten. Du machst mit keinem der 3 Anbieter etwas falsch. Im schlimmsten Fall bezahlst du vielleicht etwas mehr, was dich aber nicht in den Ruin treiben wird. Auf unserer Webseite kannst du sehen, wie alle Anbieter abgeschnitten haben. Mit der Sortierfunktion kannst du auch nach der Kategorie sortieren, die für dich am wichtigsten ist. Nachdem du dich für eine Börse entschieden hast, musst du dir als nächstes Gedanken über die richtige Aufbewahrung deiner Kryptos machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Custodial und Non-Custodial sowie Hot und Cold Wallet. Custodial heißt, dass ein Drittanbieter deine Coins kontrolliert. Meistens die Börse, an der du sie gekauft hast. Das ist super bequem, vor allem wenn du tradest. Aber es ist auch mit unnötigen Risiken verbunden. Deswegen würden wir dir immer eine Non-Custodial Wallet empfehlen, beziehungsweise Self-Custodial. Nur damit hast du die volle Kontrolle über deine Private Keys und somit über deine Kryptos. Hier muss man zwischen Hot und Cold Wallet unterscheiden. Hot Wallets sind online und super bequem für schnelle Transaktionen. Aber Achtung, die Gefahr für Hackerangriffe ist hier größer. Das ist so, als würdest du deine Haustür offen lassen, während du nur schnell zum Bäcker gehst. Kann gut gehen, muss aber nicht. Deswegen würden wir dir immer eine Cold Wallet empfehlen. Das sind kleine physische Geräte, die nur mit dem Internet verbunden werden, wenn du deine Coins transferierst. Damit hast du die maximale Sicherheit. Wie bei der Auswahl der richtigen Börse gilt auch hier, lass dich nicht von der Vielfalt überwältigen. Check die Bewertungen, schau dir an, ob deine Lieblingscoins unterstützt werden und entscheide dich für eine Wallet. Um es etwas einfacher zu machen, haben wir in unserem großen Vergleich 24 Hardware Wallets in 7 Kategorien getestet. Am besten abgeschnitten haben Treasure Safe 3, Bitbox 02 Multi und Tangem. Egal für welches Gerät du dich entscheidest, denk immer daran, deinen Private Key aufzuschreiben und ihn sicher zu verwahren. Wenn du ihn verlierst, verlierst du den Zugang zu deinen Coins. Und bitte, kauf deine Hardware-Wallets immer direkt beim Hersteller, um manipulierte Geräte von Drittanbietern zu vermeiden. Unten in der Videobeschreibung findest du Links, die dich direkt zu den Herstellern bringen. Ein weiterer wichtiger Tipp: Bleib skeptisch und hinterfrage alles extrem kritisch. Do your own research ist nicht nur ein Slogan, sondern die wichtigste Regel überhaupt. Der Kryptomarkt wird dominiert durch schnelle Schlagzeilen. Überschriften und Titel sind wichtiger als tiefgründige Recherche. Es kann verlockend sein, einfach auf dem Hype-Train draufzuspringen. Aber bitte schau dir das Projekt immer im Detail an. Das Team, die Roadmap, Use Cases, Tokenomics und die Community. Recherchiere selbst und hinterfrage alles, bevor du auch nur 1 Cent investierst. Bleib kritisch und skeptisch, auch gegenüber LightUp. Wir versuchen wirklich unser Bestes, neutral und objektiv zu informieren. Aber wir merken auch, dass wir immer mehr Einfluss haben. Es reicht schon, Coins in unseren Videos zu nennen und Leute investieren ihr Geld. Und wir sind nur ein kleiner YouTube-Kanal, der in ein WG-Zimmer dreht. Das heißt, es kann auch bei uns zu Interessenskonflikten kommen. Wir kriegen täglich Anfragen von dubiosen Börsen oder Scam-Projekten, die wir natürlich immer ablehnen. Wir finanzieren uns lediglich durch Affiliate-Links. Das ist eine bewusste Entscheidung, weil wir möglichst neutral sein wollen. Du kannst die Links nutzen, musst du aber nicht. Wenn jemand gegen Wallet-Hersteller aus der EU schießt, ohne wirklichen Grund und gleichzeitig eine Kooperation mit einem außereuropäischen Hersteller hat, wie neutral ist diese Meinung wirklich? Besteht da kein Interessenskonflikt? Frag dich immer, wie transparent die bereitgestellten Informationen sind und wer davon profitiert. Indem du deine Quellen sorgfältig auswählst und alles hinterfragst, schützt du dich vor Fehlinformationen. Und du triffst bessere und fundiertere Entscheidungen. In der Welt der Kryptos ist Wissen Macht. Und das richtige Wissen kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Der letzte Tipp: Lernen durch eigene Erfahrung. Es gibt keinen besseren Lehrer als dich selbst. Vor allem in einem so schnelllebigen Umfeld wie dem Kryptomarkt. Es ist essentiell wichtig, eigene Erfahrungen zu sammeln. Kannst du ruhig schlafen, wenn dein Portfolio um 70% einbricht? Oder macht dich schon ein kleiner Dip nervös? Finde heraus, wo du auf der Risikoskala stehst und passe deine Investitionsstrategie entsprechend an. Trau dich, neue Dinge auszuprobieren. Aber beginne mit kleinen Beträgen. So kannst du Erfahrungen sammeln, ohne gleich dein gesamtes Vermögen zu riskieren. Und wenn ein Experiment mal schief geht, sieh es als Learning. Wir hatten auch schon viele Learnings. Halte deine Erfolge und Misserfolge fest. Schau dir regelmäßig deine Notizen an und überleg dir, was du beim nächsten Mal anders machen könntest. Optimiere deine Strategie. Nutze Foren, Social Media und andere Plattformen, um dich auszutauschen und von den Erfahrungen anderer zu lernen. Aber denk dran, am Ende musst du deine eigenen Entscheidungen treffen. Also bilde dich am besten kontinuierlich weiter. Und abonniere unseren Kanal. Hier kommst du zu unserem großen Börsenvergleich. Und hier zum Wallet-Vergleich. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei LightUp.